Hallo Leute! Hallo! Letzten Samstag, beziehungsweise Samstag vor einer Woche, war ja die Glow in Stuttgart und da waren wir natürlich auch. Und vielleicht habt ihr auch schon den Vlog davon gesehen. Wenn nicht, dann verlinke ich euch den auf jeden Fall nochmal in die Infobox, der ist wirklich sehenswert. Also schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Und mich haben jetzt einige gefragt und ich wollte sowieso machen, ein Glow Haul, beziehungsweise ich zeige euch auch die ganzen Goodies, die wir bekommen haben. Also es gab eine Goodie Bag. Und es gab auch ziemlich viel umsonst und so. Und wir waren danach auch nochmal ein bisschen einkaufen in Stuttgart. Von dem her alles heute in diesem Haul und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich fange jetzt mal an bei den Fotos, denn es gab, was ich persönlich ganz schön finde, so zur Erinnerung an den Tag, ganz viele Stände, wo man Fotos machen konnte. Zum Beispiel bei La Vera. Oder bei DM. Haben wir auch zwei Fotos machen lassen. Genau. Und von Maybelline ist auch noch jemand rumgelaufen und hat Polaroid-Fotos gemacht, was natürlich schon wieder sehr, sehr geil ist. Also Polaroid ist, finde ich schon wieder cool. Ist so oldschool, dass es schon wieder cool ist. Ja, das waren auf jeden Fall die Fotos, die wir gemacht haben. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit der Goodie-Bag an, weil das wahrscheinlich am interessantesten für euch ist. Ich hatte die schon mal ausgepackt. Ich hoffe, ich habe wieder alles gefunden zum Reinmachen. Von dem her, ich zeige euch jetzt einfach mal, was drin war. Also so das unspektakulärste war, glaube ich, die Fusselrolle. Ja, kann man aber immer mal gebrauchen. Vor allem, schon viel Werbung drauf. Wenn man Haustiere hat, so wie ich. Ja, dann war drin eine Bodylotion von La Vera. Finde ich ganz toll. Aber ich werde viele Sachen auch hier draus verlosen. Ich habe ja jetzt wahrscheinlich in der Woche oder so meine 55.000 Abos erreicht und da wird auf jeden Fall eine große Verlosung noch kommen. Da werden sehr, sehr viele coole Sachen verlost werden, also unbedingt dabei bleiben. Da wird dann auch diese Bodylotion drin sein. Dann gab es ein Parfum, ein Glow Parfum, das wurde extra für die Glow entwickelt. Und zwar von The Scentist und das fand ich einfach mega geil, weil es riecht voll gut, gell? Ja, ich habe es dir auch drauf gemacht, das riecht echt gut. Und es gab auch einen Gutschein von dieser Marke, wo man sich ein eigenes Parfum selbst kreieren konnte. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Also quasi ein Parfum für Omo. Und dann gab es noch eine Mascara von Essence. Das ist die Rock and Doll Mascara. Dann gab es ein Make-up von Judith Williams, was mir leider auch zu dunkel ist. Ich habe mich voll gefreut, weil ich würde voll gerne mal was davon ausprobieren und so, aber es ist mir leider zu dunkel, deswegen kommt das auch in den Verlosungstopf. Die Mascara übrigens auch. Und dann gab es noch ein paar Nagellacke. Einmal von Manhattan, diesen hier, und zwar ist das die 620 Ready for Me. Und es gab auch noch, na, da ist er. Von Alessandro drei Nagellacke, die ich auch sehr, sehr süß finde. Davon werde ich, denke ich, auch einen Teil verlosen. Mal schauen. Ups. Und es gab noch einen Nagellack von Sally Hansen, was ich persönlich auch sehr, sehr geil finde, weil Sally Hansen ja jetzt auch nicht unbedingt die günstigste Marke ist. Und ich Sally Hansen eigentlich ganz gerne mag. Das ist die Farbe 170 Pink Slip. Sieht aber, muss ich sagen, relativ weiß aus. Und dann, ich will mal unten. Es gab noch, hier, so eine kleine Tweezerman-Pinzette. Tweezerman ist ja auch sehr bekannt für seine Pinzetten. Und. Röbchen von Fit Me Make-up. Ein Alverde Cream to Powder Concealer in der Farbe 20 Ivory. Ist mir auch wieder zu dunkel leider, also wird auch definitiv verlost. Und, was gab's noch? Es gab noch ein bisschen Werbung und so. Dann gab es hier noch, die fand ich voll süß, das ist ein Sticker. Und da steht drauf, deine Kurven rocken. Du bist so schön, wenn du lachst. Du siehst heute mega aus. Hallo Schönheit und Komplimente verschenken. Fand ich auf jeden Fall eine sehr süße Idee. Das war auch sogar noch was drauf. Oh, da hinten steht sogar noch was drauf. Okay. Oh, voll süß. Auf jeden Fall war das von Sugar Shape. Die machen so BH-Boxen und da gab es auch ein Maßband und ein Block. Ja. Und es gab noch so ein paar Glow-Special-Dinger, wo man dann halt irgendwie Rabatt bekommen hat. Aber sowas hat man auch auf der Glow die ganze Zeit in die Hand gedrückt bekommen. Ja, sie hat leider keine Goodie-Bag bekommen, ja, weil sie nur meine Begleitung war. Aber hey,
gab, glaube ich, sonst noch genug Goodies. Ja, stimmt. Wir hatten ja so eine extra Launch für Glow Pros. Ja. Und da haben wir so Shape Your Face Palette bekommen von Essence. Genau. Und einen Spiegel. Von was ist denn der? Von Maybelline. Dann gab es noch ein paar andere Goodies. Und zwar haben wir bei Maybelline noch was bekommen. Ich habe einmal den Master Trauma Chromatics Kohle Liner bekommen in so einer lilanen Farbe, die heißt Purple Light. Und ich habe so ein Master Smoky Shadow Pencil bekommen. In braun. Genau. Smoky Chocolate. Dann haben wir noch was bekommen und zwar von Bare Minerals Marvelous Moxie in der Farbe Spark Plug. Das ist so ein... Geh raus. So ein Lipgloss. Ich fand es mega schön, aber ich habe ihn an sie abgetreten, also sie kriegt ihn, weil ich, yay, ich habe so viel schon in so einer Farbe und so. Ja, bitteschön. Und ich habe noch so einen Essie-Nagellack bekommen, das ist die Farbe April Chic. Der ist mega schön. Ja, voll so grau, silber, grau. Ja, auf jeden Fall waren wir dann noch ein bisschen auch einkaufen natürlich auf der Klo. Es gab bei vielen Städten gab es ein bisschen Rabatt, bei manchen nicht so. Ich war bei Nix einkaufen. Ich suche nur gerade den zweiten hier. Die zwei Sachen habe ich bei Nix geholt und zwar einmal einen Nix Buttercloth in der Farbe 04. Den finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein schönes Rosé-Pink. Und einen Nix Liquid Suede Cream Lipstick. Und die gibt es noch nicht in Deutschland zu kaufen. Das war so das Special bei Nix, dass es halt Sachen gab, die man noch nicht kaufen kann. Und ich blende euch hier natürlich nochmal ein paar Swatches von den Sachen ein. Und zwar ist das hier die Farbe Vintage Retro. Ich habe danach gemerkt, das ist mir eigentlich ein bisschen zu dunkel, aber eigentlich ist die Farbe trotzdem geil. Und da gab es dann als Goodie, wenn man was gekauft hat, noch was dazu. Da habe ich hier von NYX den auch so ein Lipgloss bekommen. In der Farbe Cosmo bzw. Cosmos. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass da ein Tester-Aufkleber drauf ist. Das fand ich dann nicht mehr ganz so geil. Aber der sieht, also sah und sieht unbenutzt aus. Von dem her, ja, wurde noch nicht als Tester benutzt. Aber den Aufkleber hätte man wegmachen können. Okay, dann haben wir was bei BH Cosmetics gekauft, weil man das ja sonst nur im Internet kriegt. Und wir haben uns gedacht, gut, da kann man dann mal schön swatchen und sich durchprobieren. Und dann musste man halt auch irgendwie mal was kaufen. Und was hast du da gekauft? Einmal eine Palette mit... Einmal auf der einen Seite sind so Lidschattenfarben und auf der anderen Lippenstift. Ja, das ist mega cool. Da hat man so alles in einer Palette. Und ich habe mir... Ja. Warte mal, wie heißt die? Shanksu oder so? Ja, irgendwie so. Und ich habe mir die Carly Bible Palette gekauft, weil es einfach so schöne Farben sind. Die haben mir mega gut gefallen. Das sind alles Lidschattenfarben. Und ja, die werde ich auf jeden Fall jetzt öfter mal benutzen. Und ich habe mir noch die Contour Blush Palette gekauft. Sieht so aus. Genau, also mega cool zum Konturieren, da hat man alles in einer Palette. Und haben wir noch irgendwas? Ich glaube, das war's schon auch. What? Ah, nee. Ach, stimmt. Bei einem Essence-Gewinnspiel, da konnte man so ein Rad drehen. Am Ende muss man voll lang anstehen, da hatten wir keinen Bock mehr, aber wir haben es zum Glück schon am Anfang gemacht. Und wir haben beide das gleiche gewonnen. Bei uns kam beide das gleiche beim Rad raus. Und zwar war das diese Nude Package und da gab es eine, und wir packen es mal aus, eine Essence All About Nudes Palette. Einen Lippenstift. In der Farbe? In der Farbe 06. Einmal andersrum gehalten. Und es gab dazu noch einen Nagellack und zwar ist es Farbe 02 I Care For You und das ist von diesen Color and Care Nagellacken, die auch nochmal den Nagel irgendwie härten sollen. Und ich habe mir noch was gekauft, kommt her. Das haben wir auch beides schon auf den Nägeln. Und zwar ist es kein normaler Nagellack, sondern, das war auch arschteuer, aber ich habe gedacht, gönne ich mir halt mal. Und zwar ist das Triplack, ich habe hier jetzt gerade die leere Verpackung da. Das ist von Alessandro und zwar soll das wie Gel sein und auch eigentlich ein bisschen so wie Shellack, aber man kann es, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, einfach von der Seite abziehen. Und es soll aber trotzdem mega krass halten
Und die Farbe war jetzt da mit dabei. Und es soll den Nageln nicht schaden. Genau. Und ich fand die Farbe eigentlich ganz cool. Ich werde mir wahrscheinlich noch ein paar mehr Farben zulegen. Bin gerade noch so ein bisschen am Testen, aber wenn ich es gut finde, dann kommt auf jeden Fall ein Video darüber online. Was man natürlich noch auf der Glow die ganze Zeit in die Hand gedrückt gekriegt hat, sind ganz viele so Flyer und Rabattcoupons. Und hier von Sophia Thiel zum Beispiel, Deadlift die Soße, auch nochmal von dem Striplack. Also wirklich alles Mögliche, wo man 10% oder sowas dann kriegt, wenn man da online noch irgendwas kauft. Da gab es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Und ich würde sagen, das war's, oder? Das war's, aber wir waren ja danach noch in Stuttgart einkaufen so ein bisschen. Und das zeigen wir euch jetzt nochmal. Also das kommt jetzt nicht mehr von der Glow, sondern jetzt von danach. Wir waren dann eigentlich noch, also wir wollten dann eigentlich in den Primark, weil wir einen Koffer für sie gesucht haben. Aber dazu erfahrt ihr auch noch mehr in meinem Glow-Vlog. Auf jeden Fall waren wir dann im Primark, haben natürlich keinen Koffer gekauft, sondern anderes Zeug. Ich habe mir diesen Rucksack gekauft. Oder diesen Sportbeutel-Rucksack. Auf jeden Fall finde ich den voll schön, so für den Sommer. Und ich habe mir ein Oberteil gekauft. Ja, genau. Glitzeraugen. Ja. Und eine kurze Chiller-Hose. Die habe ich übrigens auch, die habe ich mir letztens auch gekauft. Ja, die ist ganz schön auch mit den... Mit diesen kleinen Bobbeln da unten. Ja. Dann waren wir noch beim Pimki. Habe ich mir auch noch ein Oberteil gekauft. Voll schön unten mit Spitze und so. So, das gefällt mir mal voll gut. Und beim DM. Mir einmal so... Kaufmannskindercreme und noch ein Lippenstift. Genau, von Trended Up in der Farbe. In der Farbe 005. Von den matten Lippenstiften. Ja, ja, das war's mit unserem Video. Gebt einen Daumen hoch. Gebt einen Daumen hoch. Würden wir uns natürlich beide sehr drüber freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, ob ihr auf der Glow wart, was ihr dort am coolsten fandet und wenn ihr nicht dort wart, was ihr vielleicht von den ganzen Produkten jetzt am coolsten fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss! Tschüss.